So, ja, ist sowohl Streamlabs als auch das Spiel abgestürzt, komischerweise. Ja, und ein Rollback, so wie es aussieht. Also komplett von vorne wieder. So, jetzt gehen wir erst noch einmal raus. Vorsichtshalber. Naja, viel habe ich noch nicht gemacht. Deswegen ist das jetzt nicht allzu schlimm. Oh, ja. Okay. Halt so. Hatte ich eben den anderen, den falschen Charakter genommen, ne? Wahrscheinlich. Doch weitermachen. So, ich hoffe, die Bitrate geht auch noch wieder hoch. Das sieht nicht so gut aus gerade.
So, im Inventar kann man auch noch was herstellen. So, was Leckeres zu essen brauchen wir auch noch. Also bauen wir uns noch einen Grill. So, was ich noch nicht weiß, wie das hier mit den Angriffen und so ist, weil das erste Spiel, was ich gemacht hatte, habe ich ohne gegnerische Angriffe, also ich habe selber nur überfallen, sozusagen.
So. Nacht. Sonne geht auf, dann gehen wir mal ein bisschen tauchen.
Kleines Rückchen. Eine Runde. Hey, wie geht's dir? Mir geht's auch gut soweit. Ja, uns geht's allen gut. Weil ich glaube, sonst würde ich auch nicht streamen, wenn es denen nicht gut gehen würde. Also ich könnte es dann wahrscheinlich nicht.
So, kann ich auch schon wieder zurück. Macht echt Spaß, das Spiel. Also, ich mag das echt. So, Mann. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir so ein Wasserreiniger, also wenn man Erdbeeren anbaut, dadurch kann man eigentlich auch gut Wasser bekommen. Segelboot. Ich baue mir ein Segelboot. Stoff, zwei Seile. Habe ich nämlich schon noch einen Speicher, eine Fracht. Wollte doch gar nicht schlafen, Scheiße. Naja. No Man's Sky ist wieder eine neue Expedition, ne? Hast du schon gespielt? So, was braucht man? Eine Fackel, das hilft ja auch gegen die Kälte. Ja, das macht zwar auch Spaß, aber nach einer Zeit ist es eigentlich doch halt immer wieder dasselbe, ne? Das ist das Problem.
Nee, wir waren noch nicht im Urlaub. So, jetzt brauche ich nochmal Stoff. Ganz viel Stoff. Ja, einen guten Hunger.
So, jetzt bauen wir uns erstmal ein paar Schwimmflossen, glaube ich. Mal gucken. So, was brauchen wir denn noch hier? Hier diese Ist. Panzerbahn.
So, dann fahren wir gleich mal zum Händler, beziehungsweise Händlerin wahrscheinlich. Gucken, was wir da so bekommen. Diese Stücke hier, diese vom Fisch, die erinnern ein bisschen von wie bei Valheim, die Seeschlangen oder Seeungeheuer, wenn man das gebraten hat. So, okay, das waren halt die Angriffe. War ja jetzt nicht so schwierig. Ja, das ist auch sehr praktisch. Hier kann man den Händler auch gleich ein bisschen beklauen. Einmal.
Da kann man dem seinen eigenen Scheiß verkaufen wieder. Alles nehmen wir jetzt nicht, aber Stoff können wir gebrauchen. Stoff ist immer gut. Stoff ist sehr rar. Bei den, ich glaube, man kann auch Baumwolle anbauen hinterher. Dann ist es natürlich nicht so rar. Kinda lost. Du aber auch. So, was nehmen wir denn mal? Die haben wir nicht zum Tauschen, nur die Flasche. Na, auch wenn ich jetzt, glaube ich, noch keine Munition machen kann, aber vielleicht. Ja. Looking to buy? Ja, besser wie oder ein Rock. Warte mal. Ja, hier, der sieht doch gut aus. Immer ein Rock. Gummi, ja. Oh, was ist denn damit passiert? Ja, ist gar nicht gut. Ja, geht doch.
Immer schön die Fackel festhalten. Wieso nehme ich eigentlich das Fleisch hier mit? Mal da rein. Jo, Baby. Du, keine Ahnung, ich habe keinen Plan, also festgelegt, solange wie ich Lust habe.
Ja, ich muss unbedingt ein bisschen Holz sammeln. Erstmal bauen wir noch ein bisschen. Basis aus. Oh, das kann man so. Ah, Stinger. Habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Stacheldraht. Für Besucher. Teilrüstungsplatte. Okay. Ah. Ja, das, Werbung läuft gerade. Sorry, ich stelle die demnächst auch ein bisschen weniger an. Das habe ich niedriger. Das hatte ich eigentlich eh vor.
So, haben wir jetzt ein paar Sachen produziert. Ja, Armbrust. Axt mache ich noch, weil ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Stück brauche ich, klar. Ja, und wieder brauche ich jetzt Stoff. Die Fahne ist auch witzig, die wählt immer in eine Richtung. Das ist so ein bisschen wie auf dem Mond mit der amerikanischen Fahne. Natürlich, weil da kein Wind ist. Und die bewegt sich ein bisschen. Aber die bleibt immer in einer Richtung stehen. So, kommen die Mutanten vielleicht nicht so schnell hoch? Weil die letzten beiden kamen ja auch nicht so. Nicht so schlau.
So, was machen wir jetzt?
So, wir machen eine kleine Raucherpause. Und dann geht's gleich noch ein bisschen weiter.
Alles gefunden, nur kein Gummi.
Ja, der sieht da auch gut aus. Oh, ein Fernglas. Gar nicht gesehen.
Thank you.
So, vielen, vielen lieben Dank an die Lurker, die jetzt noch dabei waren. Ich konnte jetzt leider nicht mehr so viel reden, weil mein Schatzi liegt hier unweit und schläft. Ja, ich komme jetzt langsam zum Ende. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und Zuschauen. Lasst vielleicht ein Follow da, wenn ihr mögt. Ansonsten denke ich, bin ich morgen früh oder morgen Vormittag wieder da. Ansonsten noch einen schönen Abend und bis dann.